So. Oh. Sieht ja gut aus hier. Ja, das sieht auf jeden Fall erheblich besser aus als die Originalschiffe. Ein Geschäftsbuch? Wir haben doch hier gar keine Möglichkeit, Aufträge für hier zu erledigen. Eine Sonderquest? Ich warte. Ihr braucht etwas? Der hat eine Diebesgildenrüstung an. Warum auch immer. So, hier könnte man rein. Hier liegt noch so ein bisschen Edelmetall und Gold rum. Oh ja. Gut. Hey, finde ich klasse. Dann machen wir uns mal auf den Weg. So, es kam jetzt längere Zeit keine Folgen. Das tut mir etwas leid, denn... ja, es gab ein paar Änderungen. Ich habe ein paar Mods aktualisiert und musste das Spiel erstmal wieder richtig zum Laufen kriegen. Weil ich jetzt dann doch endlich auf die Version, also auf die aktuelle Skyrim-Version mit der SKSI 207, die habe ich vorhin nicht zum Laufen gekriegt, da waren einige Mods dran schuld. Ja, weil die war noch nicht abgedatet für die neue SKSE-Version. Wir gehen noch mal ganz kurz hier durchgucken. Und, ach ja. Reden wir drinnen weiter. Nee, reden wir nicht. Ihr seid in der Taverne zum windigen Gipfel. Ihr solltet mal vorbeischauen. Kann es sein, dass wieder irgend fest ist? Oh. Scheint wirklich so. Bei Schur, ist das Azuras Stern? Ja. Wie kommt ihr in den Besitz eines solchen Schatzes? Ich würde jetzt mal echt interessieren. Ist heute ein Fest? Wartet mal. Welcher Tag? Hallo, welcher Tag ist heute? Dritte von Herzfeuer. Da gucken wir doch gleich mal rein. Holidays. Tales and Talos. Also es ist ein Feiertag. Morgen schmiede ich euch eine Waffe. Jetzt habe ich geschlossen. Ja, kann ich verstehen. Wir nehmen mal ein bisschen was mit. Ja, ich bin gierig, ich weiß. So, ich habe jetzt momentan den 3D-Sound-Mod wieder mal deaktiviert, um euch mal den Unterschied nochmal zu zeigen. In der letzten Folge war es noch drin. Jetzt ist er nicht mehr drin. Hier ist Breithild. So. Es heißt, dass Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen und sie niedergebrannt hätten. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass Vampire so etwas getan haben. Ich auch nicht. Ja, so, und dann kommt die nächste Änderung. Ich habe ein neues Mikrofon gekauft und nehme jetzt damit auf, in der Hoffnung, dass der Sound jetzt etwas besser wird. Erstmal, das Grundrauschen ist weniger. Und das nächste ist, ja, dass der Klang hoffentlich besser ist, auch wenn ich den Kopf mal vom Bildschirm wegdrehe. Ich hatte vorher ein Richtmikrofon. So, und das ist jetzt ein, ja, mehr oder weniger ein Raummikrofon. Und das heißt, es kann jetzt auch sein, dass jetzt andere Geräusche, die nebenbei hier passieren, stärker aufgenommen werden.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wie ein Irrer auf der Tastatur rumklopfe oder so, das könnte jetzt natürlich etwas lauter werden. Aber wir werden sehen. Bisher bin ich begeistert. So, und ich möchte ganz gern nach Mortal. Okay, da sind wir schon dran vorbeigerannt. Ja. Das Problem ist, dass wir jetzt gerade drei Quests zusammen machen. Und das wollte ich eigentlich vermeiden, weil wir machen jetzt einmal die Runesklinge. Wir machen jetzt einmal den Quest mit Barbas und Clavius Wiele. Und wir machen den Mist für die dunkle Bruderschaft. Sowas wollte ich eigentlich vermeiden. Tierische Zunge. Wir könnten den jetzt, habe ich in den Perks freigeschaltet, dank Ordinator, könnten wir den jetzt als Haustier mitnehmen. Aber ich möchte, wenn, ein Warg haben. Ne, diese großen Wölfe, ne, diese... Oh, jetzt kloppen die sich doch, oder was? Na, diese großen Game of Thrones Wölfe. Wie heißen die noch? So. Und die rennen hier auch um. Die heißen hier Varg. Und die möchte ich ganz gerne haben. Da hätte ich wirklich gerne ein Haustier von. Ich habe auch schon geguckt. Es gibt da leider keine richtigen Mods für. Deswegen kommt mir Ordinator ganz gut. Der hat das nämlich als Mod, als Perk drinne und den habe ich freigemacht. Ja, waren wir hier nicht schon mal? Hm. Wartet mal. Ich. Doch, hier waren wir. Wir sind ja left. Hier ist noch ein anderer Fahrstuhl. So, und ich habe, wie gesagt, neben den, also ich habe jetzt erstmal den 3D-Sound-Mod erstmal ausgestellt, weil ich euch nochmal den Unterschied zeigen wollte. Und ich habe noch zusätzlich ein paar andere Mods reingeschmissen, unter anderem Rustic Clothing und ein paar andere, die die Kleidung etwas dezent überarbeiten. Das heißt, die Kleidung wird nur etwas höher aufgelöst und es sind die Klamotten haben leichte Überarbeitung genossen, was Qualität der Modelle, also der Meshes und so angeht. Und dadurch hoffe ich, dass es hier etwas hübscher wird, wenn wir jetzt mit den Leuten reden. Es sind genau genommen drei Mods, bei den anderen beiden fällt mir gerade der Name nicht ein. Weapon and Armor Overhaul oder sowas. Ich muss da nochmal gucken. Wenn ich dran denke, schreibe ich es rein. Auf jeden Fall habe ich schon mal grob geguckt und ich bin begeistert, was die Klamotten jetzt teilweise betrifft. Vor allem erkennen wir jetzt auch, wer wirklich ein Priester, wer ein Magier und sonst was ist. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ihr seht ja vor Krankheit ganz aufgedunsen aus. Die Wächter von Stender können euch helfen, solange ihr versprecht, die Dedra niemals zu unterstützen. Bitte heilt mich! Möge Stendars Licht euch von euren Übeln befreien. Dankeschön. Möge Stender mit euch sein. Ja, mit euch auch. Die Gnade von Stender erstreckt sich nicht auf die Dedra-Anbeter.
Du hast komplett gemischte Klamotten. Eine Talmor-Robe und eine Talmor-Kapuze und eine Dwemer-Robe. Das ist, ja. Genau, wir müssen einmal nach Mortal. Für den Merunes Dagon-Quest da. Ein Fuchs. Oh. Aber wie muss ich noch mal gucken? Closer Look arbeitet gerade nicht. Wartet mal. System. Mod Configuration. Closer. Hier. Settings. Zoom Hotkey M5. Irgendwie bin ich jetzt... muss ich da mal nachgucken, ob es da für den vielleicht auch ein Update gibt. Wäre natürlich ärgerlich. Noch ein Wächter von Ständer. So, und Mortal ist natürlich auch überarbeitet worden von JK. Und ja, sieht doch ganz gut aus. Stelle das Pferd, ja, du könntest dich auch in den Stall stellen. Super. Also gut, ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Ja! Sollt ihr. Ich finde das vor allem gut, wie schön die Mods zusammenarbeiten, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge hat. Weil ich habe ja jetzt hier ein paar Mods drinne. Das eine ist No Snow Under the Roofs und damit sind hier auf den Veranda- und Terrassenbereichen keine... ist hier kein Schnee mehr, wenn ein Dach drüber ist. Oh, hier haben wir einen Clipping-Fehler. Okay, ja gut, manchmal scheint es sich doch ein kleines bisschen zu beißen. Ja, das kommt auch hin und wieder vor. Naja. Muss ich doch nochmal gucken, ob ich das nochmal gefixt kriege. Wenn das nur hier ist, ist mir das egal. Oh, das ist neu. Gut, wollen wir doch mal gucken. Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Bitte, es reicht. Ich habe Idgrot eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle kümmern. Geht bitte wieder an eure Arbeit. Wir brauchen keine Zauberer in unserer Mitte. Mortal hat auch so schon genug Probleme. Ach, sinnlos. Dann machen wir mal weiter. Wenn es nicht um die Mühle geht, habe ich keine Zeit, mich zu unterhalten. Zu viel Arbeit. Ich suche nach Teilen von Merunes Klinge. Ich weiß nicht, wovon er redet, Fremder. Tatsächlich, Silus? Wie heißt der? Wer? Visuius. Visuius, na toll. Ist er anderer Meinung? Ich habe von ihm gehört. Mein Vater verdächtigte ihn, mit der mythischen Morgenröte in Verbindung zu stehen. Er hatte wohl recht. Ich brauche sie nicht. Meine Familie hat 8 Generationen damit verbracht, die Klinge vor einem toten Kult zu schützen.
Meinetwegen kann sie weggesperrt in meinem Haus bleiben. Ihr werdet es also nicht vermissen. Mir ist es egal. Aber meinen Vorfahren nicht. Tut mir leid. Ich bezahle euch für das Heft. Das wäre fies. Ich glaube, ich habe vorweg nicht gespeichert. Wir versuchen es mal. In Ordnung. Hier, das sind die Schlüssel. Das Heft liegt in einer Truhe in meinem Haus. Verletzt niemanden. Warum kümmert sich Dayal nicht? Ihr habt bestimmt das abgebrannte Haus gesehen. Seltsame Sache. Dazu kommen noch nächtliche Geräusche aus dem Sumpf. Geschichten von Monstern. Und nun dieser Zauberer in unserer Mitte. Was soll man machen, wenn man sich nicht an seinen Jarl wenden kann? Ihr habt so ausgesehen, als wärt ihr wegen etwas sehr aufgebracht. Die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin, keine Mystikerin. Vertraut ihr der Jarl nicht? Wie könnte ich? Sie spricht nicht mit uns. Sie hat diesem Zauberer Valion gestattet, in unserer Mitte zu leben und seltsame Dinge zu tun. Und nun hört man von Rebellion und Drachen. Wie sollte Idgroth da helfen können? Nein, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das solltet ihr euch merken. So, mit einigen Sachen scheint der Mod hier mit dem Autopflücker nicht ganz zu laufen, also hier Automut. So, wo ist denn jetzt eigentlich sein Haus? Ja. Ach ja, hier ist ja auch Feier. Braucht ihr etwas? Wir nehmen uns da noch mal was mit. Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere ich mich. Das ist alles, verstanden? Wenn ihr alchemistisches Zubehör benötigt, werde ich mein Bestes geben. Gut, gucken wir doch hier mal rein. Wir dürfen ja hier rein, hat uns das ja gerade gestattet, weil wir ihn bedroht haben. Wir hätten auch hier einbrechen können, also so ist das jetzt nicht. Oh. Naja. Nee, ich habe gesagt, ich will nur das da haben. Ja, ist das eigentlich... Nee, wir dürfen hier ran. Nee, ich habe ja gesagt, wir wollen nur... ein Stück von dem Dolch. So, dann gucken wir mal weiter, wo wir als nächstes hin müssen. Entfernen. Ja, das dachte ich mir. Wir müssen jetzt nämlich hier oben nochmal hin. Oh, jetzt dürfen wir wieder Richtung Einsamkeit. Also nach... dahin. Ach ja, hier ist jetzt eine Mauer drum. Schön. So, wir müssen nach dahin. Sind wir schon wieder hier. Gut.
Also wie gesagt, ihr müsst mir jetzt dann auch mal sagen, wie ihr das jetzt lieber haben möchtet, weil ihr guckt ja das Let's Play. Ob ich jetzt den Audio-Mod drinnen lassen, wieder reinpacken soll, oder ob ich das jetzt so lassen soll. So wie es jetzt ist, ist es original. Das könnt ihr jetzt mitentscheiden. So. Wow, man sieht hier nichts. Auch gar nichts. Ah, wie weit war die nächste Brücke weg? Ja, das ist halt das Problem, wenn man von hier aus versucht rüberzukommen. Es gibt ja halt keine Brücke. Ich hatte ganz früher mal einen Mod, da war hier irgendwie ein Aufgang auf der anderen Seite noch. Da ist man dann irgendwie in die Stadt gekommen und konnte dann die Stadt praktisch als Brücke nutzen. Oh Mann, man sieht absolut gar nichts. Ja, jetzt kriegt er natürlich einen Frostschock hier. Benötigt ihr ein Boot? Das hätte ich gerade eben gebrauchen können. So, und jetzt gehen wir uns erstmal. Ihr kämpft mit Azuras Stern? Aber wie ist das nur möglich? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal kurz nach drinnen. Das heißt, in diesem Falle werden wir ganz kurz in Einsamkeit getreten. Und werden da mal gucken, dass wir in die Kirche kommen. Dass sonst wie gesagt vielleicht dann da mal irgendwo aufwärmen können. Also ich hasse diese Wasserüberquerung. Vor allem mit Frostfall. Ich glaube, er lädt schon wieder irgendwas nicht. Ich mache mal ganz kurz einen Neustart. Wir sehen uns sofort hier wieder. Also, da sind wir wieder. Das Spiel hat endlich alles geladen, was hier hingehört. Und ja, wir gucken jetzt rein und gucken uns einmal die Kirche an, weil hier in Einsamkeit sind alle Schreine, die es gibt, von den anerkannten Heiligen, also von den Aedras, sind hier halt versammelt. Die Zenitar und Mara und so weiter. So, sollten wir nicht noch was zusammen... Wartet mal. Erstatte Nasir. Überprüfe das. Wir müssen unbedingt questlos werden. Wo war denn das jetzt? Zikon. Ah,
Genau, finde die Essenz des Hingerichteten. Hm? Ach ja, das hat mit unseren Perks zu tun. Das ist sehr lustig gemacht. Andere wie ihr haben bestimmt viele Geschichten zu erzählen. Aber leider habe ich keine Zeit, sie mir anzuhören. Mal gucken, was der hat. Der müsste irgendwas haben, was ich ausgewählt habe, was gut für uns ist. Zum Schmied. Kram mit Charme. 270 Gold. Waffen und Rüstungen von einem Handwerksmeister. Oh, ich dachte jetzt schon, der steht auf und haut uns eine rein. So, die Halle der Toten. So, da haben sie die Torwache. Ich glaube, die hieß Torek. Kann das sein? Erinnere ich mich da richtig? So. Das ist gut. Ja, der hieß Torek oder so, ne? Oder so. Laufen hier die Untoten rum. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch noch hier alles andere auch noch mitnehmen. Und hier alles klauen. Jedes Mal, wenn ich die Skelette in einem Bethesda-Spiel sehe, erinnert ihr euch an Scary Movie, wo die beiden Mädels da vor dem Skelett abhauen oder das eine haut ab und dann kommt noch die eine andere Mädel dazu und fragt ja, wovor läufst du weg? Und sie sagt, ein Skelett. Richtiger Knochenmann? Ja, und dann geht sie hin und klaut ihm den Kopf. Das ist so gut. Das war so lustig. Rechnet mit sowas. Das möchte ich hier am liebsten auch jedes Mal machen. Wach hinlaufen. Und einem Skelett den Kopf klauen. Gut. Die Halle der Toten. So, wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt mal hier ins Schloss Elend. Weil hier oben müsste die... Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Weil schon, dass hier Öl liegt, ne? Dass ich das entzünden könnte. Ich hoffe, das weißt du. Naja. So, hier müsste die Tempel, Kirche, was auch immer.